Wir starten auf dem klassischen Nordostanstieg zum Vorderunnütz. Bei den ersten Höhenmetern im Wald ist auch auf der Nordseite bereits Tragen angesagt. Bald geht es jedoch auf Skiern weiter, wobei das Bachbett bereits teilweise ausgeapert ist. Die ostseitig ausgerichtete Steilstufe war bereits um 7:30 weich, ließ sich aber recht gut überwinden. Im Anschluss an die Steilstufe hält man sich zum Vorderunnütz nach links. Zum Hochunnütz geht man geradeaus weiter in das K, um dann am besten rechts halten, beim Grat den günstigsten Aufstieg zu finden. Ein Blick zum Guffert mit dem Westgrat. Die Rechtsquerung zum Grat, die heute die günstigste Aufstiegsmöglichkeit zum Hochunnütz dargestellt hat, haben wir etwas zu hoch angegangen. Über den Grat geht es auf das Gipfelplateau. Für die Abfahrt über das westliche Nordkar fährt man ein Stück am Grataufstieg vorbei. Bei einem Felskopf geht es dann hinein in die steile Abfahrt. Die bis zu 40 Grad steilen Hänge erfordern absolut sichere Verhältnisse. Der Schnee war heute okay, aber nicht perfekt. In der Sonne war der Neuschnee, der noch nicht ganz durchgefroren war, sehr schnell aufgeweicht. Boah, irres Gelände, gell? Ja, Wahnsinn. Im Schatten dagegen war es noch sehr hart. Auf letzten Schneeresten konnte man fast noch die Straße erreichen, auch wenn die Durchfahrt durch den Wald zum Schluss nicht mehr ganz angenehm war.